Willkommen, ihr Clasherinnen und Clasher, bei mir, dem Thorsten, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Ja, und ich bin euch ja noch so ein bisschen was vom Wochenende schuldig. Also, wer viel CWL, also Clan War League, sehen möchte oder Clan War Liga oder Clan Kriegsliga, so heißt es ja auch im Deutschen, der muss sich einfach die Livestreams angucken. Ich habe den wie immer da oben irgendwo verlinkt, den von Samstag. Da haben wir richtig, richtig viel gesehen. Da bin ich so ein bisschen durch die Clans auch gehüppelt, in denen ich bin. Und genau auf die komme ich jetzt heute nochmal so ein bisschen zurück. Ich weiß, ihr habt jetzt so zwei, drei Clankriege, glaube ich, hinter euch. Wir stecken jetzt schon im vierten, fangen den fünften jetzt, glaube ich, an irgendwie, weil wir haben ja ganz, ganz früh gestartet. Aber die Sachen, die ihr noch nicht gesehen habt, die zeige ich euch natürlich jetzt. Also springen wir direkt rein in einen Dip vom Thorsten auf den L. Zu dem Zeitpunkt stand es, glaube ich, ja, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es stand 31-29 oder so für uns. Ne, für den Gegner 31, ne, nicht 31-29, doch 31-29 für uns. Und die Base hier, so eine ähnliche Base oder eigentlich genau die gleiche ähnliche Base. Allerdings hat diese Base hier Multi-Infernos, das habe ich nicht gesehen, deswegen ist da mein Killsquad, muss ich sagen, ein bisschen zu weit reingegangen. Die Karre war wieder ein bisschen übermutig und eigentlich hätte ich sie hier schon rausholen müssen, aber ich habe sie dennoch kaputt gehen lassen, denn mein Killsquad ist hier wirklich, wirklich weit reingegangen. Ich habe allerdings hier hinten nicht mehr diese Luftabwehr hier bekommen, die ich gerade markiere. War natürlich sehr schade, aber war jetzt an der Stelle nicht ganz so schlimm. Die Queen eiert jetzt dem Loon und dem Hund hinterher. Ah, das ist ein bisschen, das war ein bisschen doof. Aber ich wollte in jedem Fall die ganzen Welpen irgendwie packen. Und der Multi macht jetzt nicht so super, super viel Schaden. Dann hier hinten zweiter Part, Laloon Part. Und okay, die Fallen sind jetzt nicht ganz so tragisch. Ich habe jetzt zwar noch so ein paar kleine Mini-Welpen da auf den Hunden drauf, beziehungsweise doch war auf den Lava-Hunden drauf. Hier hinten, oh, meine Queen hat sich ganz wacker durchgeschlagen. Dann ging das hier einfach nur weiter durch die Base mit, relativ ähnlich wie das der Juli gemacht hat, also Ei. Und auf die Nummer 10 war es, glaube ich, denn er hatte die exakt gleiche Base, außer dass der Single Infernos hatte. Jetzt habe ich eigentlich schon alle Zauber hier verbraucht, aber hier hinten gerade für den letzten Magierturm war es nochmal wichtig, so ein paar Loons hier durchzuheilen. Und sodass die nochmal richtig aufgeladen hier an den, vor allen Dingen an den Magierturm kommen. Jetzt fehlt denen natürlich so ein bisschen Speed. Cleanup genug dabei. Also auch hier hinten noch ein Cleanup Lucky dann gesetzt, dass mir das zeitlich nicht zu eng wurde. Der Bogenschützenturm, ja, der ballert jetzt natürlich immer wieder auf die Loons, aber der kriegt natürlich genau nur einen, genau wie der Tesla hier hinten auch. Und das sind ja schon noch ein paar Loons. Und ihr seht das hier, der Tesla schafft mal gerade so einen einzigen, glaube ich, oder? Schafft er noch zwei? Ne, der schafft nur einen. In der Regel schafft man eigentlich auch mit einem Max-Loon ein Rathaus 11 Tesla. Und also wenn ihr den Loon direkt an den Tesla setzt, ja, und so. Diesen Angriff habt ihr nicht gesehen, alle anderen Angriffe habt ihr gesehen, den habe ich auch ultra spät gemacht hier, aber habe ich ja, glaube ich, gesagt, ich möchte in Livestreams erstmal keine Live-Angriffe mehr machen. Deswegen, ich glaube, der Herr Pfiff vom Clan The Disabled hat gefragt, ob ich mit meinem Neuner auch live mache. Nein, habe ich nicht gemacht, aber auch aus dem Clan zeige ich euch jetzt mal so ein bisschen die Statistiken. Wir sind hier also eigentlich noch ganz, ganz guter Dinge nach der Hälfte. Haben den hier schön mit 34-31 dann gewonnen. Also mein Angriff war dann der letzte, der die Sterne letztendlich nochmal reinbrachte. Hill hat nochmal schön gedefft hier. Und Swash auch mit den drei Sternen, also unsere sechs Sterne, haben nochmal einen draufgegeben. Laura hier, die haben wir aber alle gesehen im Livestream, wie gesagt. Und also cooles Ding hier im Moment. Sind wir noch dabei? Einmal nur ein Resümee. Wir sind jetzt schon im vierten und fangen nachher den fünften an. Wir sind sehr, sehr schnell dabei, weil wir natürlich... Oh, wir haben hier ein Live. Ah, wir haben... Wie im Stream hier, mal gucken. Der Udami muss unbedingt zwei Sterne auf diese Base machen. Hat er aber gepackt mit 81%. Super. Hat er aber gepackt mit 81%. Halte ich jetzt aber mal nicht fest. Ich halte nur mal fest, er hat es gepackt. Das ist im Moment hier in diesem CK eigentlich wirklich, wirklich super gewesen. Die muss ich gleich noch machen. Also wieder ein Dip von 12 auf 11. Aber so ist das hier leider. Aber auch die 11er Bases hier sind nicht gerade... Die sind nicht gerade einfach. Und... der Gegner hat jetzt schon eigentlich fast alle Angriffe gemacht. Wir gehen davon aus, dass er... Wen macht er noch? Ich habe gedefft. Chuck Kutzer hat da oben auch gedefft.
Das ist super. Und ja, wir gehen einfach davon auf, dass der Akerius hier selber nochmal 3 kassiert. Mal sehen, 31 zu 26 wird es dann stehen. Mit 2, 4, ich sage mal, ich sag mal so, 6 Sternen wären wir hier in jedem Fall auch wieder der Gewinner. Aber mehr wäre natürlich noch schöner. Aber ich springe jetzt mal auf den Donnerbengel, denn dort ist ja was, mal wieder was Unmögliches passiert. Und hier sind wir beim Clan The Disabled und ihr seht das hier oben. Wir haben keinen 12er, den wir hier mit in die Liga gemeldet haben. Also müssen hier bei uns die 11er auch auf die 12er ran hier. Und wir sehen hier schon, ja, wir sehen hier zwar eine 12/5 Base, also Rathaus 12 und dann Level 5. Aber mal gucken, wie er das hier gemacht hat. Ich werde auch gleich erstmalig auf diese halbe Geschwindigkeit gehen, denn das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ja, weil man muss dann erst auf einmal auf 4, bevor das dann auf halb geht. Kann man vielleicht anders machen. Zweiten Button hier, so ein Halb-Button, dass man gleich auf halb springen kann. Aber wir bleiben hier jetzt mal auf dem Killsquad. Wir bleiben hier mal auf der Karre vor allen Dingen drauf. Ja, ganz, ist natürlich unglücklich für Erd- und Bodentruppen. Da 2 Drachen drin. Einen konnte er gerade noch so freezen. Der zweite ist voll im Gift. Jetzt sind sie beide im Gift. Aber mal gucken, wie das hier unten vor allen Dingen der Kampf am Rathaus weitergeht. Und er hat Walküren in der Karre, das kann ich schon mal vorweg sagen. Hat hier Walküren in der Karre und die gehen auch, ja, die gehen so ziemlich bis zum Rathaus durch. Jetzt muss ich eben mal auf halbe Geschwindigkeit stellen. Jetzt ist natürlich sehr, sehr zäh mal eben. Aber ihr seht schon, wie eng das hier jetzt schon am Rathaus ist. Das Rathaus hat jetzt echt nicht mehr viel, aber der Megatesla ist natürlich hier jetzt schon ausgelöst. Und jetzt haben wir hier außen King und Queen. Da hatte man so ein bisschen Sorge, oh, die Queen, die geht nicht mehr rein zum Rathaus. Aber sie entscheidet sich dann erstmal, ich mache erstmal die Drachen und kriegt hier jetzt die ganze Zeit Feuer von dem Inferno. Okay, Queen jetzt gezündet und jetzt geht sie doch Richtung Rathaus. Und jetzt passiert mal, was jetzt kommt. Nein, jetzt guck mal, was jetzt kommt. Was macht die Queen? Ich halte das mal hier mal an. Ja, was macht die Queen? Ich habe in meinem Community-Tab habe ich schon gepostet. Hier fehlt jetzt eigentlich ein Spell oder eine neue Fähigkeit der Queen, nämlich so ein Kopfnuss. Denn ihr könnt mal gucken, wie wenig Healpoints das Rathaus nur noch hat. Und was macht unsere nette Queen? Sie geht erstmal auf den Bombturm, weil den hatte sie wahrscheinlich außen schon im Target. Ja, schade. Echt schade. War aber nicht so schlimm. Hier kommt der zweite Part, der Laloon-Part. Da gehen jetzt natürlich, ist kein einzigen Ballon hier verloren über ein Rathaus. Echt super Wordenzündung, muss man mal so sagen. Ihr müsst immer daran denken, das ist ein Rathaus 11er hier, der hier angreift. Okay, da ist auch nur das Rathaus 12, jetzt wahrscheinlich erstmal Rathaus 12. Alles andere ist ja noch Rathaus 11 Niveau, außer der Adler, den habe ich gerade auf 3 gesehen. Und also Top-Angriff hier und wie knapp das hier dann natürlich am Ende geworden ist. Ach, Mann. Wirklich ärgerlich. Kann man nicht anders sagen. Ich bin hier nicht in jeder Runde mit dabei. Wir können hier bei den Neunern so ein bisschen durchtauschen. Und finde ich ganz, ganz gut. Aber ihr seht das hier, war jetzt letztendlich war es ein Timefail. Aber ich glaube, er hätte hier den Bogenschützenturm auch nicht mehr geschafft. Aber 91% auf den Rathaus 12er. Okay, da muss so ein bisschen die Truppen so ein bisschen anpumpen. Es waren wirklich oder sind wirklich, wirklich gut. Den haben wir echt dominant gewonnen. 41 Sterne auf unserer Seite, 21 beim Gegner. Der zweite war noch deutlicher. Der war mal wieder so richtig Marke sind disabled. Voll geil. 44 Sterne von möglichen. 45 Sterne, also nur einen einzigen offen gelassen hier und auch den mit 98%, also echt krasser Scheiß hat einer im Stream am Samstag immer mal wieder gesagt und ja, echt krasser Scheiß hier, keine Frage, kann man nicht anders sagen. Der dritte ist jetzt gerade am Laufen, habe ich ja gesagt, es ist so in etwa Halbzeit und auch hier zeige ich euch heute einfach mal tatsächlich meine Angriffe, denn jemand hat ja geschrieben, Tutu, du zeigst immer so wenig von dir. Ja, ich mache es halt nicht mehr live. Aber ich mache heute live mit euch einen Rathaus-Szene, aber nicht im Stream, sondern in der Folge. In der Folge ist es dann nicht so schlimm, als dass mich dann 100 oder 200 Zuschauer dabei zugucken, wie Tutu hier sich einen abfällt. Und deswegen glaube ich, ist das schon immer ganz gut. Der Tipp kam aus eigenen Reihen. Toto, mach das mal nicht immer. Mache ich jetzt auch nicht mehr. Also live in den Livestreams hier, in den wichtigen CKs dann angreifen, wo es um harte, erkämpfte Sterne geht, die wir wirklich benötigen. Aber ihr könnt hier
Den Angriff hier einmal über euch ergehen lassen. Das ist jetzt ein klassischer Queen Walk mit relativ vielen Mauerbrechern. Die rennen jetzt ein bisschen doof. Aber ich habe mich gefragt, warum rennen die eigentlich auf die Mauer? Man vergisst das ja immer wieder gerne. Was machen die Mauerbrecher eigentlich? Die Mauerbrecher gehen hinter die nächste Mauer, hinter der ein Gebäude oder ein Defense-Gebäude steht, also eine Verteidigung. Das war in diesem Fall dieses Lager. Ich hätte nie erwartet, dass die hier hingehen. Das kann gar nicht so sein, denn außer ich hätte sie vielleicht hier irgendwo hier unten gesetzt, hier am Armeelager oder so, dass die dann hier so einen Bogen laufen bis hierhin, aber dann wären die auch dahin, glaube ich, gerannt. Oder halt, sie wären hier auf die Kanone wahrscheinlich gegangen, auf die. Also war jetzt nicht so schlimm, ich habe die einfach mal reingespammt und habe hier jetzt zwar noch ein Loch, aber King und Queen sind hier jetzt genau da, wo ich sie haben wollte, nämlich hier in der Mitte, machen jetzt schön Trouble an der, mit der Clanburg. Queen sollte jetzt eigentlich noch weg und vielleicht eine Luftabwehr hätte mir gereicht, eine ist sowieso jetzt schon weg. Die zweite werde ich jetzt natürlich mit der Queen auch bekommen. Super Sache. Also schon so ein bisschen wie geplant. Feger musste auch weg. Ich musste jetzt zwar gleich so ein bisschen gegen den Feger ankämpfen. Zumindest gegen den hier. Aber der war jetzt nicht mehr ganz so schlimm, als wenn der hier übergeblieben wäre oder der. Also recht weit außen erstmal die Loons gesetzt, dass sie so ein bisschen Anflugweg haben. Und dann einmal von ganz, ganz weit hinten, also dahinter. Viele haben mal gesagt, Toto setzt erst die Hunde und dann die Loons, weil die Loons da tanken. Die Hunde überholen die Loons, deswegen setzt man eigentlich immer, eigentlich sage ich jetzt mal so, ich mache so, immer erst die Loons vorweg und dann die Hunde hinterher, denn die Hunde überholen dann die Loons und dann kriegen die Loons vielleicht gerade so Beschuss oder gerade so der Hund und dann kommt direkt im Anschluss die Loons hinterher. Also nicht erst die Hunde setzen, und dann die Loons hinterher schicken, weil dann pesen die Hunde so weg und kriegen die ganze Zeit viel zu viel und viel zu lange Beschuss von den Magiertürmen, von den Bogenschützentürmen. Und deswegen macht man das, glaube ich, eigentlich an der Stelle nicht. Man setzt kurz mal zwei oder drei Loons und lässt dann den Hund los, sodass der die überholt und dann das Feuer aufhängt, dass die Loons nicht so einen weiten Weg haben. Zu den nächsten Defensivgebäuden, ja, da war das hier Clean-Up mit den Loons und mit den restlichen Lakis, die ich auch dabei habe. 7 Stück habe ich, glaube ich, immer am Mann. Könnt ihr euch wegpinnen, ist nach wie vor eine gute Truppe. Habe ich schon öfter mal gezeigt. Und gerade mit den 30er-Heldenpärchen hier ist das echt super. Aber ich springe jetzt mal aufs Tablet und mache mit euch meinen heute letzten oder meinen vorletzten CWL-Angriff. Ich muss mit dem Rathaus Silver auch noch ran. Im Clan CWL Allstars. So, nicht, dass ich die Aufnahmetaste, ja, ich hab die Aufnahmetaste gedrückt und hier sind wir auf meinem Tablet. Das kommt übrigens in der Live-Software ein bisschen schleppender rüber. Also hier muss ich sagen, klemme ich das immer an und es kommt sofort 1:1 auf die richtige Schnittstelle rüber. Da muss der Hersteller der Streaming-Software vielleicht noch ein bisschen nachbessern, aber hier bei OBS funktioniert das wunderbar. Wirklich nur reinstecken ist sofort da. Bei Streamlabs OBS kommt die Schnittstelle echt schleppend rüber. Und ich habe hier jetzt noch einen verbleibenden Angriff. Ich glaube, ich gucke mal gerade, ob ich auch das Letzte bin. Ja, ich bin auch das Letzte. Ich gehe sofort rein in den Angriff. Ich habe mir die Armee heute schon öfter mal angeschaut und auch die Truppe mir mal öfter angeschaut, was ich eigentlich machen will und wie ich das eigentlich machen will. Also wir gehen ein. Ich gehe direkt rein. Ich gucke mal, ich kann hier sogar ruhig failen. Also ich kann ruhig failen. Das, was ich auf jeden Fall nicht vergessen darf, hier unten umzustellen, unheimlich wichtig. Ich habe es jetzt öfter mal vergessen und das war wirklich, wirklich bitter. Also gucken wir mal, ob wir hier, ja, okay, die Kanone kriegen wir schon mal weg. Dann schicken wir hier einen Golem hin und wir schützen unsere Karre hier ruhig mit dem Golem. Das können wir ruhig so machen. Ich habe eine ganze Masse Mauerbrecher dabei, das macht aber nichts. Dann kriegt, oh, die Fallen da. Die Fallen waren ja jetzt nicht schlecht. Dann kriegt hier zumindest der wird so ein bisschen hier geschützt. So, ich nehme jetzt schon mal so ein Wut rein hier, denn ich habe ein paar Bowler, glaube ich, in der Clanburg. Ihr habt das gerade, ich hoffe, ihr habt es gesehen, was der Gegner nicht hatte. So, wir haben da den Inferno geschafft. Super. Das ist jetzt, also eigentlich bin ich voll im Plan hier. Kann hier jetzt eigentlich schon anfangen, so ein bisschen die Loons zu lassen, einen Hund von dort und jetzt kann ich die so ein bisschen hier nachschieben. Meine Queen darf ich nicht vergessen, den Hund nehme ich hier jetzt tatsächlich mal vor den Magierturm und jetzt muss ich nur ein bisschen schneller sein hier.
Ich gucke mal, ich habe jetzt natürlich nicht mehr so super viel hier. Oh, die ganzen Skelette knabbern mir da alles ab. Hier einmal den Heil geworfen über den Inferno und einmal noch den Heil da. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich mit meinem Cleanup hier hinkomme. Einmal dort, einmal dort und hier, hier, hier. Okay. Oh, die müssen hier nochmal ganz rüber. Das ist aber nicht so schlimm. 1,28. Oh, da ist der Hund noch am Leben. Mist. Der Hund ist noch am Leben. Da lebt der Hund noch. Mann, Mann, Mann. Okay, da lebt der Hund noch, aber ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht hier. Ich glaube, der ist mir ganz gut gelungen. Oh, wir haben noch eine Truppe über. Da hinten, dann nehmen wir mal hier die Bauhütte in die Ecke. Und mal sehen, das sollte eigentlich 1:07 sollte vom Cleanup her passen. Aber ihr habt das gesehen, wir haben hier auch... Okay, da muss man auch mal Glück haben. Ja, der Gegner hatte jetzt keine Truppen in der Clanburg. Habe ich gar nicht gesehen gehabt. Hat mir die Mimi noch schnell gesagt. Tutu, die haben keine Clanburg. Kannst du einfach so planen. Ja, dann machen wir das mal. Und dann denke ich mal, sind das nochmal 3 Sterne hier gewesen. Jawohl, von Toto hier. Und also auch hier krasser Scheiß. Denn auch den Kranakik haben wir relativ hoch gewonnen. Das war ein Rathaus 10 auf 12. Und das konnten wir uns an der Stelle einfach mal erlauben hier. Aber ihr seht das hier unten, Rathaus 9, Rathaus 10 Bereich und auch 11 Bereich ist wirklich super, denn wir haben oben, ihr seht das hier, wir haben auch keinen 12er dabei, müssen also immer so ein bisschen sehen, dass wir uns die Sterne zusammenkummeln. Und ich glaube aber, das war hier ganz gut. Also ihr habt so einen kleinen Einblick jetzt, was die CWL angeht. Erstmal Halbzeit bei euch ja auch, geht hier in jedem Fall weiter. Ich würde sagen, ich verabschiede mich heute auch vom Tablet von euch. Wir sehen uns diese Woche eh häufiger wieder. Bis dahin, euer Toto. Best.